Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Heute geht es um das Thema Führung und zwar habe ich eine interessante Studie auch gefunden, wo die Mitarbeiter und auch Führungskräfte befragt wurden, was ist eigentlich gute Führung? Ja, was gibt es da für Kernaussagen zum Thema gute Führung? Da wurden 10 Dinge gefunden und die stelle ich Ihnen gleich einmal vor. Ja, Forum Gute Führung hat ja auch viele Arbeitnehmer befragt, was macht gute Führung aus und was gibt es für Führungsstile und solche Dinge. Den Link dazu finden Sie in dem Blogartikel. Ich habe mir die 10 Kernaussagen zu guter Führung herausgenommen, weil ich das einfach auch nochmal interessant fand und ich habe das hier einmal kurz aufbereitet und möchte das gerne einmal kurz vorstellen. Die Reihenfolge hat jetzt nicht unbedingt auch ein... Die Reihenfolge der Punkte hat jetzt nicht unbedingt auch eine Wertigkeit drin, aber sicherlich ist es auch nicht zufällig, sage ich jetzt mal so. Also, Flexibilität und Diversität sind weitgehend akzeptierte Erfolgsfaktoren für gute Führung. Ja? Also, eine gute Führung muss flexibel sein, muss flexibel auf verschiedene Situationen und auf verschiedene Mitarbeiter reagieren. Darüber sind sich alle einig. Genauso sind sie alle einig, dass eine Prozesskompetenz das aktuell wichtigste Entwicklungsziel ist. Also Führungskräfte müssen sich in Prozessverbesserungsdenken, sag ich mal, noch weiterentwickeln. Das ist absolut gefordert. Prozessverbesserung, Qualitätsmanagement, solche Dinge, wirklich ja darauf achten, wie arbeiten wir hier in meiner Abteilung? Was können wir da an den Prozessen noch ändern? Das ist ganz wichtig und ein wichtiges Ziel, was auch bedeutet, dass wir da noch nicht sind. Ja? Dann selbstorganisierende Netzwerke sind wirklich auch ein favorisiertes Modell. Spielt so in die ganze Unternehmensorganisation mit rein. Aber sind wir doch mal ehrlich, Netzwerkarbeit war für Führungskräfte schon immer wichtig. Ja, es war doch immer wichtig, nicht nur im eigenen Unternehmen gut vernetzt zu sein, sondern auch nach außen zu Partnerfirmen, Kunden, Dienstleistern etc. Also der berühmte kurze Draht, ne, ich regel das mal schnell, das war doch schon immer wichtig und es ist natürlich auch immer noch wichtig. Ja, hierarchisch steuerndes Management wird abgelehnt. Ja, das ist ganz klar, dass da wird eine Absage erteilt, also hierarchisch steuert. Das macht nicht gute Führung aus, ne? Also oben sitzt der Chef, der sagt, was gemacht wird und alle anderen folgen dem. Das wird nicht mehr akzeptiert. Nein, damit kommt man nicht mehr weiter. Damit kann man, wenn man als Unternehmen sagt, hier, wir haben Führungsleitbild oder wie auch immer, da kann man sowas nicht mehr mit reinschreiben. Das kommt einfach nicht an, ne? Kooperationsfähigkeit hat Vorrang vor alleiniger Renditefixierung. Finde ich auch wichtig. Ja, eine gute Führungskraft macht aus, dass sie eben nicht immer nur auf die Zahlen achtet, sondern dass sie kooperativ ist. Ja, in ihrer Führung, in ihrem Führungsstil. Finde ich eine ganz wichtige Sache. Ich bin ja ein großer Freund von Führen mit Zielen, ja, aber das führt natürlich schon dazu, dass man da schnell auch reingerät und sagt, ja, was ist denn messbar? Auch messbar sind Zahlen, ne? Kooperation ist trotz allem immer noch einfach wichtig und geht auf alle Fälle
vor, ja, reinem Gewinnmaximierung, sage ich jetzt mal, ne? Persönliches Coaching ist ein unverzichtbares Werkzeug für Führung, für gute Führung. Finde ich auch gut. Werde ich auch noch in weiteren Beiträgen darauf eingehen. Die Führungskraft als Coach. Finde ich einen ganz, ganz tollen Führungsstil einfach auch, ne? Motivation aus Selbstbestimmung und Wertschätzung. Ja. Gute Führung, auf alle Fälle. Motivation ist immer ein wichtiges Thema. Wie bin ich motiviert? Werde ich dadurch motiviert, dass mir irgendwo die Möhre hingehalten wird? Wenn du das und das erreichst, kriegst du so und so viel 100 Euro. Oder ist die Motivation doch aus Selbstbestimmung und Wertschätzung? Und Wertschätzung ist ein ganz großer Faktor, wenn man Mitarbeiter motivieren will. Aber hallo, ja. Interessant ist, dass jeder auf jeder hierarchischen Ebene sagt, meine Arbeit wird nicht ausreichend wertgeschätzt. Ja, also das sagt der Sachbearbeiter über seinen Chef, über seinen Abteilungsleiter. Der Abteilungsleiter sagt das über den Bereichsleiter, dass er vom Bereichsleiter nicht gut genug wertgeschätzt wird. Der Bereichsleiter sagt es gegenüber der Geschäftsführung bzw. Vorstand. Und selbst der Vorstand sagt wahrscheinlich immer noch, meine Arbeit wird hier von allen Mitarbeitern überhaupt nicht vernünftig wertgeschätzt. Ja, das ist so interessant, dass es wirklich auf jeder Ebene genannt wird. Aber Wertschätzung kann Mitarbeiter enorm, enorm motivieren und ist ein Zeichen guter Führung. Gesellschaftliche Themen werden wichtiger, ja, auch bei Führung. Führungskräfte wünschen sich einen Paradigmenwechsel in der Führungskultur. Da geht die Studie auch noch mal genauer drauf ein und erklärt das, worin dieser Paradigmenwechsel besteht. Da würde ich einfach mal sagen, lesen Sie mal selbst, es lohnt sich. Und Führungskultur wird aber auch kontrovers diskutiert. Ja, ich denke mal, das kommt einfach auch aus der Erfahrung. Wo kommt man her? Da gibt es in dieser Studie auch eine schöne Grafik. Die habe ich jetzt hier nicht nochmal. Aber da wird so aufgezeigt, Mensch, wie war Führung eigentlich in den 50er, 60er Jahren? Wie hat es sich in den 70er und 80er Jahren entwickelt? Und auch die Frage, wo sagt eine Führungskraft auch, wo sollten wir hin? Also die sagt vielleicht, okay, vor 10 Jahren habe ich noch so geführt, jetzt mache ich schon was anders. Und ich möchte aber in 10 Jahren an dem und dem Punkt stehen. Und wie weit das teilweise auch auseinandergeht zwischen, was wünsche ich mir eigentlich, ja? Was habe ich selbst für eine Vorstellung als Führungskraft, wie gute Führung aussehen sollte? Und der Realitätscheck, was gelingt mir tatsächlich davon? Ja, wie kriege ich es tatsächlich umgesetzt? Also auch darüber muss man sich auch klar sein, dass auch eine Führungskraft natürlich immer wieder erlebt, dass sie ja eigentlich viel lieber ganz anders führen wollen würde, aber ist aus welchen Gründen auch immer nicht so gelingt. Ja, also es ist immer eine Schere gibt, einen großen Abstand zwischen dem, was man selbst eigentlich für einen Anspruch hat und was man tatsächlich lebt. Ja, und da gibt es auch eine ganz tolle Grafik zu. Die kann ich Ihnen auf alle Fälle auch empfehlen, sich die einmal anzusehen. Außerdem wird in diesem Forum für gute Führung auch nochmal verschiedene Führungsstile unterschieden und vorgestellt. Das würde ich jetzt mal sagen, überlasse ich Ihnen zum Selbststudium. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So erhalten Sie jede Woche sofort umsetzbare Tipps für mehr Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz. Melden Sie sich bitte auch zum kostenlosen Newsletter an. Als kleines Dankeschön schenke ich Ihnen mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Produktivität im Büro. Dazu einfach.